Dieser Riesenkrater in Ostkanada ist ein brummendes Geschäft. Riesenlaster transportieren Eisenerz aus dem Abbaugebiet, 1000 Fahrten pro Tag. 1 Milliarde Tonnen Erz sollen hier lagern. Betreiber der Mine in Fermont ist der Stahlriese ArcelorMittal. Wir produzieren jährlich 15 Millionen Tonnen Eisenerzkonzentrat. Vor einem Jahr haben wir angekündigt, auf 24 Millionen Tonnen zu erhöhen. Es ist enorm, wie alles um uns herum. Es ist einfach ein riesiges Land. Die Arbeiten sind Teil eines Großprojekts der Regierung. Über 25 Jahre sollen Milliarden Dollar in den Bergbau investiert werden. Denn die Nachfrage nach Eisenerz steigt, vor allem aus China und Indien. ArcelorMittal erwartet deswegen starke Umsätze bis 2017. Das Geschäft läuft so gut, dass einige Riesenlaster noch vor Ort zusammengebaut werden, bei klirrender Kälte. Heute sind es minus 15 Grad mit ein bisschen Wind. Manchmal sind es minus 60. Das Gehalt ist zwar gut, aber du musst sehr vorsichtig sein und gut arbeiten. Genügend Arbeiter zu finden, ist eine Herausforderung. Denn die Lebensbedingungen in Fermont sind hart. Schon in den 70er Jahren hat die Bergbaugesellschaft um die Stadt eine Mauer gezogen, als Schutz vor dem eisigen Wind. Und wegen des Wohnungsmangels baute ArcelorMittal Unterkünfte. Das hohe Durchschnittsgehalt zieht Arbeiter aus der ganzen Welt an. Sie arbeiten 2 oder 3 Wochen, dann haben sie längere Zeit frei und dann arbeiten sie wieder. Viele in Fermont sehen das Kommen und Gehen kritisch. Die Leute kommen für 20, 21 oder 28 Tage und dann gehen sie wieder. Doch die Stadt lebt vom Bergbau zu mehr als 80%. Wenn das Geschäft zurückgeht, dann steht Fermont vor einem ernsten Problem hier im kalten Norden.